Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt von mir, und zwar Pokémon War Worldwide, ne? Einem sehr geilen Hack, würde ich sagen, und ich bin schon ziemlich gehypt drauf. Wir machen hier eine besondere Nuzlocke draus, und zwar eine Shiny Randomizer Nuzlocke. Jedes Pokémon hier im Gras wird shiny sein. Ich habe mir auch schon Bälle und alles gecraftet. Natürlich außer Recovery Items. Ihr seht hier Meisterball alles am Start, nur werde ich die nicht verwenden. Außer vielleicht für Legendäre. Aber alle Regeln dazu sind auf jeden Fall in der Infobox verlinkt. Hier seht ihr, ich habe einfach Sonderbonbons gecraftet oder gecheatet, um auf jeden Fall auf, wie soll ich sagen, auf das Training zu verzichten, weil das würde nur unnötig zeitfressend sein. Ich habe bis hierhin schon gespielt, Freunde. Ist auf jeden Fall cool. Ich brauchte einen Shiny-Code, der hier funktioniert, länger als für das Layout, was ich hier gemacht habe, Pokémon Worldwide Nuzlocke zur linken Seite und meinen Charakter eingefügt, wie auch das Bild an sich. Ist das nicht ganz am Rand? Oh. Hehe. Ich sollte jetzt besser mal Shift klicken, dann hier runter. Ja. Jetzt passt's. Ja, es sollte am Rand sein, wa? Ich muss natürlich jetzt, dass die letzte Folge ist, und damals habe ich es noch mit SLD gemacht, ein Projekt gestartet, und zwar eben die Pokémon Silber Nuzlocke, kann es sein, also Soul Link, nur ist SLD irgendwie verhindert, und deswegen möchte ich hier noch die Worldwide Nuzlocke hier beginnen. Und ich bin ja sehr gespannt, was ich kriege. Ich habe hier mit Serbifeu angefangen. Ist leider nicht ein Shiny, aber jo. Ist sowieso ein Scheißwesen, weil ich bräuchte hier Spezialangriff hoch. Und ich habe nicht mal die versteckte Fähigkeit, was sehr scheiße ist. Gepflegt gesagt. Und wir gucken jetzt unseren ersten Encounter an. Wir haben einen Schwalbini. Gut für den Käferorden. Ob das jetzt allgemein gut ist, werden wir sehen. Taylor. Das wird auch übrigens, ich darf hier zwei Pokémon fangen. Das wird hier mein Sniffy ersetzen. Ja, welchen. Vor allem Ding finde ich es gut, dass wir hier, wie soll ich sagen, geil, brauche ich also nicht mal Schwächen momentan noch. Ich finde es geil, dass wir so viele Bälle zur Auswahl haben, weil dann kann ich jedes Pokémon in seiner passenden Pokéball, ne, bringen. Und wir werden es hier nach Boss benennen. Für fleißig aktive Zuschauer kann ich es dann auch umbenennen. Oder ich denke, dass ich kaum Zuschauer haben werde, mache ich das mal so. Jetzt darf ich das direkt mal auf 7 bringen. Das ist bei mir so eine Regel. Ich darf ein gefangenes Pokémon immer nur auf das niedrigste Level bringen meines aktuellen Pokémon-Standes. Das heißt, wenn ich jetzt schon 5 Pokémon hätte, zum Beispiel Sniffy, jetzt wäre auf Level 38, die anderen Level 30, darf ich das 6. Pokémon nur auf Level 30 trainieren. Nur mal so. Beispielsweise mit Sonderbonbons hochhauen. So. Jetzt
haben wir Level 7 erreicht. Und ich habe mir natürlich hier schon einiges gegönnt. Nur werde ich... Nur werde ich darauf nicht zugreifen. Ich glaube, ich kann nicht mal auf Calcium und so zugreifen. Das ist keine TM. Learned, genau. Nee, brauche ich nicht. Definitiv nicht. Aber ich glaube, ich könnte sowas beibringen, wa? Aber ich werde es nicht tun. Hä? Okay. Ja, nicht mehr das. Das ist mir eigentlich auch egal. Ich wollte eigentlich einfach nur die gesamten TMs, die es hier gibt, haben. Und das habe ich, glaube ich. Habe ich Sword Dance und so? Yep. Habe ich. Das finde ich sehr gut. Natürlich völlig verbuggt ist das Ganze, aber spielt mir eigentlich keine Rolle. Um es durchzuspielen, brauche ich kein, kein reibungsloses Game gerade. Oder eins, was unfehlerhaft ist. Es muss einfach funktionieren. So, weil ich habe auch keinen Wallhack gefunden. Jetzt musste ich irgendeinem Scheiß-Pokémon dann teilweise Zerschneider oder Stärke beibringen. Ist ziemlich behindert, aber okay. So. Ah, willst du kämpfen? Bitte nicht. Ich darf übrigens noch ein Pokémon fangen, aber mal schauen. Zunächst mal bekommen wir hier einen Anruf von der guten Esche, glaube ich. Ne. Ich fange mir hier noch ein zweites Pokémon. Und ich kriege Schlor. Ja, warum nicht? Lickitung. Name ist nicht so geil, aber passt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, hauen wir das Level 7 jetzt. Ich hoffe, es bleibt auch drin. Aber ich frage mich, in welchem Ball. Ultraball. Ist zwar ein bisschen OP, aber...Ich meine, ich will ja meine Pokémon in einem passenden Ball haben. Ja, seht ihr. Meinte ich ja. Es funktioniert. Also ich habe auch kein Cheat drin, ne? Hat Lick, das heißt Schlecker. Eins. Ach, willst du mich verarschen? Hat der nur Schlecker? Okay. Also wenn es mir dann zu dumm wird, setze ich auch einen Meisterball ein, also so bin ich dann nicht. Ich bin hier eigentlich ein reibungsloses Gameplay. Ich wette, wenn ich jetzt mit Pack angreife, ist es tot. Auf Sniffy darf ich nicht auswechseln, das ist eigentlich nicht mehr konform. Warum? Es ist ein Level 3 Schlurp. Was hast du für eine Fangrate, bitte? Was bist du für ein Typ? Geist normal? Er will mich verarschen. Okay. Und Momenti. Ich habe jetzt den Speed an. Und das will ich. Also gut. Speed kann man das nicht nennen. Vielleicht greift sich mal selbst an. Das wäre auch noch nice. Aber dann ist es eigentlich schon fast down. Das wäre ziemlich schlecht. Weil
Hey, kaum im Part haben wir schon wieder irgendwie ein fettes Problem, weil das Ding nicht drin sein will. Ist anders als bei der Naslock da. Mit LSD. SLD. Boah, will der mich komplett trollen? Bruder. Also wenn es so weitergeht, schneide ich. Ohne Spaß. Komm. Komm. Bruder, muss ich wirklich den scheiß Meisterball werfen? Ich schmeiß bald den Timerball. Also, da kenne ich nichts. Dabei wäre der Hyperball so nice für dich, Bruder. Und auch jedes Item darf ich nur einmal verwenden. Nur übrigens so im Kampf. Ich darf jetzt zum Beispiel nicht alles mit Evoliten ausstatten oder alles mit Überresten ausstatten. Das ist mir untersagt. 3 Heil-Items darf ich benutzen, wenn wir gerade so dabei sind. Bei Legendären darf ich, wie gesagt, den Meisterball schmeißen. Würde ich glatt so als Regel durchgehen lassen. Ich darf Paralyse-Sachen so oder einfach Status-Heil-Items so viel gebrauchen, wie ich möchte. Nur eben 3 Heil-Items darf ich nicht verwenden, weil das gilt bei mir nicht unter Heil-Item. Also, wer sich da beklagt, ich meine, ich mache schon einen Randomizer. Und ihr seht schon, wie lange ich jetzt an dem Spacko hier bin. Also, kann ja nur noch heiter werden, ne? Geil, der. Boah, willst du mich komplett trollen. Und ich habe Angst anzugreifen bei einem Level 7er Pack, weil. Warte mal. Was hat der für einen Angriff? Okay. Soll ich's wagen? Es ist 4 Level drüber. Das macht ja gar nichts. Was hast du für eine Death, Bruder? Was hast du für eine Death? Und wie bei allen Naslocks, wie gesagt, bleibt ein totes Pokémon tot. Ist nicht so wie bei meiner, wie heißt sie? Ich habe nämlich ja nur eine Naslock jetzt hochgeladen momentan. Das ist, die Switch-Pokémon Naslock. Wow! Hätte ich auch einfach haben können, aber naja. Wie nennen wir das? Ich glaube, für das Ding habe ich nur einen Namen. Ne? Trolli. Trolli. Weil es uns ziemlich heftig getrollt hat. So, wer sich jetzt fragt, warum ich Trolli auf Level 7 haue, liegt ganz einfach daran, weil Sniffy, auch wenn es letzte Level 3 wäre, nicht mehr zum Team gehört. Oder Level 5, wenn es Level 5 wäre, spielt keine Rolle. So, was hast du jetzt für Stats, Bruder? Ah. Gluttony heißt so viel wie
Ich google mal. Pokémon Wie schreibt man den Scheiß? Gluttony. Völlerei. Die wir gewöhnlich erst bei 25% der maximalen KP verzehrt werden, konsumiert das Pokémon bereits dann, wenn es nur noch 50% seiner KP besitzt. Okay. Kann man ja mal geben. Nur haben wir hier nicht so viele Beeren. Es ist eigentlich sein. Warte mal. Schlurp. Pokewiki. Es ist. Seine versteckte Fähigkeit? Das Ding hat das eigentlich gar nicht. Bruder, woher kommt Füllerei? Tempomacher, Dösigkeit, Wolke 7 hätte es eigentlich. Ich gehe mal auf Bisa-Fans. Nö. Dösigkeit, Tempomacher, Wolke 7. Wie kommt das Ding an Füllerei? Okay. Wahrscheinlich neu. Ist nur normal. Scrappy. Moves to hit Ghost-Type Pokémon. What the fuck? Pokémon Scrappy. Rauflust. Dein Ernst? Das ist eine versteckte Fähigkeit, oder? Oder haben die Pokémon hier allesamt neue Abilities? Wie heißt es nochmal? Schwalbini, glaube ich, ne? Bisa-Fans, ich muss mich jetzt einfach mal reinfuchsen in das Ganze. Rauf, seine versteckte Fähigkeit ist ja geil. Ja, moin. Sowas mag ich. Heißt, Geist-Typ-Pokémon werden von Kopfnuss oder so gebasht. Von dem Guten. So, allerdings werde ich jetzt. Mal gucken, was ich so habe. U-Turn. Das kann sicher. Able. Ja, eben. Ich wusste es. Substitute. Ihm gebe ich hier mal Plug. Das ist nicht so stark. Ich werde mir auch das als Regel vornehmen, dass ich nur Attacken nehmen werde, dem Level entsprechend. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sowas wie Poison Jab kriege oder so, also beispielsweise, dann darf ich ja auch Level 80er Power Moves verwenden. Aber ich muss halt erstmal so weit kommen, ne? Zum Beispiel Bulldoze, nee, das kann ich auch nicht beibringen. Struggle Bug könnte ich beibringen, wenn es jemand könnte. Unable. Okay. Shadow Claw darf ich nicht, weil es zu hoch ist. Sowas wie Will-O-Wisp darf ich jeden beibringen. So, meine Freunde, weiter geht's. Ich musste kurz mal abbrechen und einen Cut setzen, weil meine Tochter angegeben hat und ja, jetzt machen wir weiter. Das nehme ich mitten in der Nacht, 1:15. Aber ich habe eben noch Bock gehabt, das aufzunehmen, deswegen. Hallo?
Darf ich einfach ins Pokémon Center und Sneffy ablegen, beispielsweise löschen? Wäre cool. So, danke schön. So. Ja, komm. Was muss ich jetzt wirklich? Ja, komm. Was der PC macht, weiß ich auch, mein Fräulein. Leider konnte ich nicht alles überspringen, weil sonst hätte sie die ersten Pokémon verpasst, die man oder die wir hier kriegen. Was mir jetzt aber so ins Auge sticht, kann ich, sage ich jetzt mal, Schwalbini Render. So, Bild. Ja, ich glaube, das funktioniert, wa? Grafik speichern unter Desktop. Dann gehe ich hier auf OBS. Dann hinzufügen, Bild. Dann gehen wir hier auf das sechste Bild. Durchsuchen. Gehen hier mal runter. Suchen Schwalbini. Jupp, da habt ihr schon. Das fügen wir jetzt hier oben ein oder so. So, Schwalbini, unser Leader. Unser Lied. Können wir eigentlich auch hier unten hinsetzen, würde ich sagen. Weil es gehört ja zu uns. Dann brauchen wir noch Schlurp, ne? Wie wär's hiermit? Schlurp, Render. Das ist jetzt einfach auf ganz einfachem Wege, ne? Das ist doch nicht gerendert. Das sehen wir gleich. Sonst müsste ich es noch rendern. So. Hinzufügen, Bild. So, durchsuchen. Ja, ihr seht, das käme ein bisschen fail. Okay. Raus damit. Hier seht ihr mich wieder mit meinem Bild und so. Dann machen wir das folgendermaßen. Wir gehen auf Paint. Seht ihr jetzt natürlich nicht, aber ich will es natürlich eingefügt sehen. Während das Programm ladet, kann ich hier ein bisschen durchdrücken. So. Speichern unter. Nee. Öffnen. Schlurp. Dann nutze ich mein Wunder-Zauberstab hier. Yep, schneide es aus. So. Jetzt ist es gerendert. Und jetzt speichern unter. Löschen das alte. Speichern das neue. So. Und dann knallen wir das neue Bild rein. Ich hoffe, dass ich hab's doch jetzt gerendert, Mann. Dein Ernst. Ach je. Wollen die mich komplett verarschen?
Ich hab's doch gerendert jetzt. Aha. Das verschwindet irgendwie. Das wiederum ist nicht geil. Definitiv nicht. Oh Gott, das Pokémon-Detektiv Pikachu-Ding ist ja ultra hässlich. Was? Kann ich das etwa einfügen? Wenn das geht, fresse ich einen Besen. Wenn das geht, fresse ich einen Besen, ne? Hinzufügen. Was ist Diasho? Nee. Ich guck gerade, ob das irgendwie vielleicht nicht unter Bild geht. Dein Ernst gerade? Guckt euch das an. Es bewegt sich. Guckt euch das Riesenvieh an. Ist ja geil. Habe ich jetzt das erste Mal so gesehen. Wie nennt man das? Das Vieh? Kann ich das auch, geht das auch, wenn ich hier Schwalbini Sprite eingebe? Ich verreck. Ist das ein GIF? Ja. Schwalbini GIF. Gibt's das überhaupt? Irgendwie. Es ist einfach irre komisch, sowas zu machen. Schwalbini Pokefans. Nee. Bisa-Fans, würde ich sagen. Gibt sicher dort irgendein bewegliches Ding? Weiteres? Oder was könnte man hier? Ja, Anime brauche ich nicht. Pokédex vielleicht. Nein. Und wenn ich jetzt einfach nur Schwalbini eingebe, so. Pokewiki. Ich versuch's. Das wäre doch ein Highlight. Hier. Aber darauf kann ich nicht zugreifen. Das bewegt sich nur nicht. Das ist ein bisschen supplementar geil. Und wenn ich jetzt eingebe, Shiny Schlurp GIF. Beste Namen sowieso, beide fangen mit SCH an. Ach, Kack. Ah,
Ach ja, Let's Go hieß ja mein Let's Play, stimmt. Ja, ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt. Deswegen. Wie schön sich die bewegen dann. Es ist so behindert. Warte mal. Finde ich. Pokémon GIFs. Ich muss jetzt einfach mal gucken, ne? Ich mache hier unterdessen weiter. Tut mir leid für den Standbildmodus, aber ihr seid sicher auch interessiert, sowas zu wissen, wie das funktioniert. Ich sollte noch Sachen verkaufen und so. Ja, GIFs und nicht irgendwie kleine Animes oder so. Das ist ein bisschen dumm. Pokémon-Experte, gibt es da ein Gift dazu? Nö. Wollte gerade sagen, wird mir aber angezeigt, dass es an sich. Wird es noch langsamer laufen? Da muss doch was vorhanden sein. Warte mal, da wo ich jetzt das her habe, ne? Hat zwar viele GIFs, aber das, was ich brauche, hat es nicht. Dann hat es anscheinend Schlurp-Sprite, aber keines, was sich bewegt. Das ist halt etwas traurig. Warte mal, Glurak Poke-Wiki. Wie kann man das da rausziehen? Weil da unten hat schon GIFs, glaube ich, noch gerade gesehen zu haben. Wollen die mich komplett verarschen? Kleiner machen. Ist ja geil. Löschen. Ja gut, das geht. Einfach bei PokeWiki. Da geht jetzt einfach zum Beispiel Schlurp eingeben. PokeWiki. Dann geht man runter, geht man auf den Sprite, den goldenen, zieht den raus und dann hat man ihn schon. So, dann Schwalbini kommt auch raus, sorry, das will ich nicht mehr haben. So, dann geht's jetzt zurück. Shiny Schwalbini, PokeWiki, so, das Ding hier will ich haben, so, gefällt mir, hammerhart, jetzt kann man das sicher einfügen, wa? So.
Hier, ich habe sie gefunden. Hä? Ach so. Das ist ein bisschen ungenau, aber passt doch, es bewegt sich. Shift. So. Ja, wie gesagt, ist nicht so hammergenau. Schlurp hätten wir auch noch. Wo bist jetzt du, Kollege? Gut, nehmen wir dich raus, so machen dich noch mal neu. Ach, hier oben. So. Unser zweites Teammitglied. Ich liebe es. Ja, schon wieder was dazugelernt, wa? So. Gibt es da eine Direkteingabe oder muss ich da jedes Mal wieder, wenn ich zum Beispiel jetzt hier oben Glurak eingebe? Ja, moin. Findet man ja sofort. Geil. Dann brauche ich nicht immer 1000 Jahre suchen. Ja, du kannst mir helfen. Potion. Ah, das reicht noch. Die Kohle. Weil mehr als 13 brauche ich nicht. Weil dann brauche ich schon eine Super Potion. So, jetzt machen wir natürlich noch ein bisschen weiter. Weil wir haben noch nichts geschissen gekriegt. No, wir haben schon wieder 18 Minuten auf dem Tacho. So. Oh, und ich habe Snippy nicht abgelegt. Ja, geil. Und ich kam nicht zum Trainieren. Das kommt auch noch dazu. Wenn jetzt irgendwas hat, was mich fistet, dann bin ich im Arsch. Klar, ich habe unseren guten Boss Movesets beigebracht, aber so viel halt dann auch wieder nicht. Jesus, Mann. Erinnert mich irgendwie immer an Jesus aus The Walking Dead. Leider verstorben intern in der Serie, aber jo, ist ein schöner Mann. So, aber wie langwierig. Und jetzt haben wir einen Kampf gegen N. Mal schauen, wie wir den jetzt bestreiten. Jetzt ist's lustig. Ninkada. Okay. Plug vielleicht? Sollte Käfer Boden sein. Yep, Harden. Ist klar. Harden, Harden, Harden. Sollte aber nicht ausreichen, wa? Ja.
Easy. Quick Attack, Stab. Growl, brauchen wir nicht. Quick Attack. Ich frag mich, wann unser erstes Pokémon stirbt. Mankey? Sag mal, habe ich da irgendwas bekommen mittlerweile? Supersonic Lick, nein. Damit gewinne ich keinen Blumentopf gegen Mankey. Vor allem den Kampftyp gegen meine Wenigkeit. Ich glaube ja schon fast nicht, wa? Und tschüss. Und ich habe auch den Kampfstil nicht auf Folge gewechselt, weil es ist eine Hardcore-Naslogue und ich habe keine Ahnung, was da sonst noch kommt, weil ich kenne die Storyline von Weiß und Weiß 2 oder Schwarz und Schwarz 2, aber no. Prillin. Ich habe keine Ahnung, ich muss mal ihn hier einsetzen, zum gucken, was denn da so abgeht. Fatty ist da. Portline. Oh Gott. Lick wird da genau einen Scheiß machen. Deswegen gehe ich jetzt wieder raus. Und hoffe, ich kann mit Quick Attack irgendwie Druck ausüben oder so. Assist. Nee. Dein Ernst? Bruder, Bugbite zum Glück, bin ich vom Typ. Flug. Zuerst mal ein richtig fetter Stab in dein Gesicht. Dann kommt nochmal Assist. Was bringst du nun? Bugbite. Wenn das das Beste ist, was du machen kannst, dann Rip Felilu. Ja, ich kenne die deutschen Namen, aber meistens eben nicht die englischen. Und tschüss, Felilu. Boss Crew 2. So. As long as Pokémon blabli blub, halt die Backen, Kollege. Ich will jetzt noch mein drittes Pokémon fangen. Bye bye. So. Heilen wir mal. Aber ich weiß gar nicht. Wenn ich jetzt hier, ist es jetzt schneller? Also ich merke da gefühlt nichts. Und ich klappe immer OBS zu und alles drum und dran. Weil ich natürlich will, dass ich das Bestmögliche aus meinem Let's Play rausholen kann, was das hier alles angeht. Aber meistens verkackt's. Dennoch. So, Sniffy, du gehst jetzt forever weg, weil du bist nicht gestorben. Du darfst einfach nicht existieren. Ich habe jetzt Schwalbini als Pokémon, was mich durch die Welt begleitet. Dann bekomme ich eigentlich die Turbo-Treter. Und dadurch, dass ich ja alle Themes habe, na gut, die Basis-Items habe ich nicht, aber das braucht man auch nicht, weil dann ist sowieso alles verbuggt. Dann könnt ihr zum Teil nicht mal mehr die Story spielen. Deswegen macht man das einfach so. Aber die normalen Themes brauche ich eigentlich nicht mehr. Ja, ja. Komm. Ah, Mami. Gibst du mir jetzt die Turbo-Treter? Running Shoes. Endlich. Endlich.
wirklich der Gott im Himmel sei Dank, ich kann rennen. Mutti hat mir erlaubt zu rennen. Guckt, wie ich rennen kann. Ja, moin. Oh, schon. Ich wollte gerade sagen. Und da kommen wir schon zum nächsten. Ich darf, solange ich nicht 6 Pokémon habe, keine gleichen Typen haben. Also reine Typen. Weil das hier ist zum Beispiel Schwalbini ist zuerst Flug und dann normal. Glaube ich. Guck ich. Seminary. Normal Flug. Gut. Ich werde es jetzt als Flug-Type nehmen. Und das ist rein normal. Und jetzt noch ein drittes Normal-Typ. Eigentlich war es ja Fee seit der neuesten Generation. Aber hier nicht. Aber warum ist es zuerst normal und dann Flug? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das macht ja sowas von keinen Sinn, dass es als zwei Typ Flug hat. Ja, als zwei Typ normal. Das ist jetzt mir ein bisschen. Gibt's hier nur Grand Bull? Dein Ernst gerade? Ich will kein Grand Bull, solange ich nicht schon einen Schlurp habe. Ja, Grand Bull ist ultra strong, das gebe ich zu. Vor allen Dingen in dieser Edition noch, aber. Nee. Gerade nicht. Komm. Irgendeins, es kann auch Enton sein. Oh, Trassler. Ja moin, es wird ein Galagladi. Ja. Fick die Henne, es wird ein Galagladi. Und es hat. Oh. Klar, als Gardevoir wäre es besser, aber. Fuck the hell. Ich hoffe, du hast keinen Teleport. Diveball würde am besten passen zu dir. Ich kann dich nicht schwächen, du hast eine Defensive von. Was soll ich sagen? Von einem. Fisch. Von daher. Ich muss das so fangen und ich hab's zum Glück auch gekriegt. Ihr habt vorhin gesehen, es ist gar nicht sicher. Ich hätte jetzt auch 20 Mal da hängen bleiben können. So, wie nennen wir ein späteres Galagladi? An Anlehnung an Sefi, weil er immer eigentlich Galagladi ist. Bist du in meinem Projekt verewigt? Also er liebt Galagladi. Eigentlich würde ich ja Zorak nach dem benennen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir einen Zorak bekommen. Und falls wir einen Zorak bekommen, wird es dann Sephiron genannt und da müssen wir dann mal schauen, wie Sephiron sein Galagladi genannt hat, dann werde ich es umbenennen. So, Sephiron, wie siehst du aus? Ist mir egal. Absolut egal. Defensiv ist sogar besser. Ja, Mann. Ja. Und Hauptsache, die Stats bleiben da, wo sie sind. Shiny Ralts kommt ins. Und ich darf keine Endentwicklung haben, solange ich selbst keine Endentwicklung habe. Die Alga oder so oder. Schlurp oder so darf ich fangen, weil sie nur eine Entwicklung haben, auch Tauros und der ganze Schmarrn, ne? Sichlor, Pinsir. Nur Tauschentwicklung darf ich definitiv immer fangen. Geowatz, Gengar, wie auch immer. Ich darf mir sogar Nebulak fangen. Wenn ich einen Gengar sehe, kann ich das Nebulak gegen das Gengar austauschen. Nur mal so am Rande. Das gilt nur für Tausch-Pokémon. Weil ich nicht weiß, ob man hier Pokémon, die durch Tausch eigentlich sich entwickeln, auch entwickeln lassen kann. Wenn sich das herausstellt, ich kann sie ja mal testen, dass ich einfach abspeichere, gucke, ja, kann ich das Ding zum Beispiel auf Level 36 entwickeln, also entwickelt sich es da? Wenn ja, kann ich dann resetten, dann bin ich wieder auf dem normalen Stand, bin mir dann dessen sicher, aber wenn
dessen nicht der Fall ist, darf ich, wenn ich einen Gengar finde, darf ich es instant fangen, auch wenn ich zum Beispiel immer noch einen Schwalbini habe und drum und dran, ne? Geht mir ein bisschen darum, ne? Ja, jetzt müssen wir an Traslar. Traslar, komm mal her, mein kleines, süßes Ding. So, verkleinern, hier rüberziehen. So. Aber jetzt habe ich dann bald ein Problem. Weil ich keinen Platz mehr habe auf dem Ganzen hier. So. Ich werde das hier wegknallen. So. Dann sollte ich noch einen Platz mehr haben. Und im Moment, ich werde das mal gerade gucken, ob ich da noch was reinknallen kann. Und zwar hier. So. Voila. Jetzt kann ich hier noch eins hoch. Dann sollten es genau 6 Bilder sein, die ich hier noch einfügen kann. Also insgesamt. Ist ja geil. Ohne Spaß. Ich lieb's. So, dann hinzufügen. Bild. Okay. Durchsuchen. Schwalbi Traslar. Jo. Da rechts ist es. Da muss es vergrößert werden. So. Es ist geil. Ist es nicht geil? Ich liebe es einfach. Phänomenal. So phänomenal, phänomenal. Ich bekomme nicht genug. So. Jetzt gucken wir auch noch. Rare Candy. Ich bekomme Konfusion. Okay. Oh, scheiße. Ja gut, habe ich mich jetzt mal einmal nicht daran gehalten. Eigentlich hätte ich es nur auf Stufe 7 machen dürfen. Aber gut. Machen wir da mal eine Ausnahme. Ich habe da sowieso keine Strafen im Kopf, weil es nicht so gravierend ist. Bei einem Traslar zumindest. Aber ich muss jetzt noch irgendwelche Attacken dem guten Ding da beibringen. Skydrop. Aha. Was ist Explosion? Genau. Shadowclaw. Nee, ich darf das nicht beibringen. Hallo? Flash. Okay. Rock Polish. Dann haben wir Wall Switch. Nein. Ich habe hier noch Strugglebug. Bulldoze. Na. Wobei. Ich hab den Cheat jetzt gefunden, eben wie gesagt, dass ich alle irgendwie ausrüsten kann. Und ich muss ja irgendwie gerade Angriffsmoves drauf bekommen, die nicht gerade, keine Ahnung. Über 60 sind. So. Der Rest. Kann ich das eigentlich in den Mülleimer schmeißen? Ich glaube nicht. So, jetzt saven wir das. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir einen Traslar kriegen. Was ist jetzt das noch für ein Typ? Es ist hier nur Psycho, ne?
Hab keinen zwei Typen bekommen. Ja. So, immerhin kann sie jetzt meinen Schlurf wehren. Mal schauen, inwiefern. Okay. Nicht gerade ganz so prickelnd, aber ich kann mich wehren. Nicht so geil. Gesichter auf einen Normaltyp-Pokémon. Du recherchierst zu viel. Das hat dich jetzt gerade eine Verwirrung gekostet. Oh Gott, und ich wollte hier noch einen Höhenmodus reinballern. Ist ja jetzt schon krank. Defensive ist lower denn je. Nee, jetzt kommt der mit dem Scheiß an. Ohne Spaß, das geht ja mal gar nicht klar. Zum Glück ist es nicht so fragil. Ja, Hypnose. Hypnose, Freunde. Hypnose. Ist klar. Nennen Sie mich gleich Schredderer, weil es reicht mir gleich. Ich will wenigstens, dass es noch aufwacht, weil heilen kann ich es ja noch. Ist mir eigentlich egal, was du da machst. Ich will einfach aufwachen, mehr nicht. Vielleicht noch die Defensive senken. Nein, dann Boss, zertrümmere ihm mal seinen Schädel bitte. Ich habe gerade keinen Bock auf dieses Ding, Bro. Kann das Ding auch was anderes? U-Turn hätte ich jetzt gerne gedrückt, aber da ich sowieso gerade einen Angriffsdruck bekommen habe, da wäre sowas scheiß gewesen. Switch. Jetzt gucken wir nochmal. Was ist das Ding? Trolli, komm mal her. Hat uns vorhin sowas von getrollt. Das geht gar nicht. Oh, Kampf. Kann ich gegenhalten und so. Ui, das gibt einen Two-Shot dank des Death Drops. Was? Wie viel Schaden das Ding drückt? Heiligsblechle. Bitte, ja, schönes Level-Up. Und dazu kommt auch noch, ich kann sowieso nicht 1:1 in etwas auswechseln, was ich sowieso nicht weiß, was es ist. Zum Beispiel Wurmple weiß ich jetzt, aber da kann ich auch ganz gut drin bleiben. Da werde ich jetzt einfach auf, solange ich nicht vergiftet bin, auf eine Potion gehen. Darf ich ja. Ach, das war ein Critical Hit. Ich dachte gerade, das Ding macht dir aber auch genügend Schaden. Super Sonic. Ich liebe es. Da ist die Verwirrung noch gut. In der neuen Edition wurde das ja ultra genervt. Macht weit. Okay. Die haben aber hier schon Bugbite. WTF. Lick. Leck dich mal zu Tode. Und jetzt macht er mich langsamer. As shit. So. Willst du mich komplett verarschen? Lick. Ah, völlig. Immerhin. Kannst du mal paralysieren? Weil dann würden seine Screenshots nichts mehr machen.
Aber das wird dann der letzte Fight-Gewinn sein, weil ich bin schon bis um 1:30 jetzt dran. Ne? Ist nicht so geil. Ich muss morgen auf. Oh, Poison-Sting. Jetzt noch. Und ich bekomme jetzt die Poison. Ja komm, jetzt machen wir auch fertig, ja. So. Poison-Sting. Das wird nicht reichen. Selbst mit Stab. Aber das hier reicht. Wunderbar. Illumise, habe ich gehört, soll hier Käfer Elektro sein. Der Typ will jetzt nicht kämpfen, wa? Sonst kotze ich im Strahl. Ja, und damit wäre es für die heutige Folge gewesen. Wir haben 3 neue Mitglieder. Wie ihr seht, rechts sogar extra bewegliche Bilder eingefügt. Habe euch sogar ein bisschen erklärt, wie ich es gemacht habe. Und ich bin stolz drauf, dass ich das jetzt gerade selbst hingekriegt habe. Ich habe keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung, wie man das macht, ne? Es ist kein Hexenwerk, aber man muss wissen, wie es geht. Und das ist erstmal das Ausschlaggebende. Einfach den Sprite von, wo war das? Von PokeWiki rüberziehen auf den Desktop, dann ist das Bild schon auf dem Desktop drauf und könnt es nur noch in OBS einspeisen. Und das Bild, das ist auf jeden Fall angenehm. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part auch wieder dabei. Ich weiß, Überlänge jetzt gerade, aber es ist der erste Part. Im nächsten Part, wenn wir den Wald durchqueren, oder was es ist, nö, ist es überhaupt ein Wald? Gucken wir nochmal. Was soll das sein eigentlich? Wie heißt der Ort? Wie heißt der Ort? Route 2. Okay. So. Ich stelle mich jetzt hier hin. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bei diesem Dude. Ob der gegen uns kämpfen will? Ich glaube ja. Tüdelü.